das Licht auf die Straße fällt und wieder ein Wagen hält, ist sie am Strahlen, sodass es den ganzen Platz erhält. Die Leute kommen zu ihr, weil sie keine Fragen stellt. Und vielleicht ist das genau das, was ihnen daran gefällt. Sie sah schon vieles, miese Typen und auch schwarzes Geld. Sie spendet Wärme für jeden in einer kalten Welt. Von ihr wird nur erwartet, dass sie ihre Klappe hält. Denn für jene rauen Nächte hat man sie ja angestellt. Jeden Tag beginnt sie abends die Schicht. Und ein paar Minuten vor 10 kommt dann die Wahrheit ans Licht. Sie steht bloß da und geht einfach ihrer Aufgabe nach. Und wartet, bis es wieder vorbei ist, denn sie braucht ihren Schlaf. Denn sie ist tagsüber wie ausgebrannt, doch bewahrt den Schein. Besser so, denn manche Nächte verbringt sie auch ganz allein. Sie hat ein Dach über den Kopf, doch die Straße ist ihr Zuhause. Arbeitet ununterbrochen, denn nur am Tag hat sie Pause. Immer wenn die Straßenlaterne brennt, kann man sie wieder an der Ecke sehen. Und solange die Straßenlaterne brennt, bleiben die Autos bei ihr stehen. Wieder beginnt sie ihre Schicht, bis in der Früh ab nachts um 10. Und geht die Straßenlaterne auf, wirkt es so, als wäre all das nicht geschehen. Geht es ihr schlecht, ist keiner da, um für sie einzuspringen. Jeder erwartet, dass sie die gewohnte Leistung bringt. Sie wird kontrolliert und wartet voller Spannung. Und selbst wenn sie manchmal grob sind, behaltet sie stets die Fassung. Es scheint, als würde sie das ihr ganzes Leben lang machen. Bei jedem Wetter steht sie da, ist auch der Regen am Prasseln. Sie ist es längst gewohnt und vor allem, was ändert das schon? Denn sie steht ständig unter Strom, selbst wenn sie sich schon. Es ist kein Wunder, denn immer wieder kommen Männer zu ihr. Doch es dauert meist nicht lang, weil ihre Technik funktioniert. Man zwingt sie jeden Abend pünktlich ihre Scheine abzugeben. Denn wenn sie es nicht täglich tut, kann es auch sein, dass die sie treten. Und sie macht, was sie kann, denn sie hat wirklich davor Furcht. Denn bei diesem Job brennen oft die Sicherungen durch. Sie steht am Gehsteigrand und ist auch die Nacht voller Sterne. Sieht man am Ende bloß das Licht von der Straßenlaterne ab nachts um 10. Immer wenn die Straßenlaterne brennt, kann man sie wieder an der Ecke sehen. Und solange die Straßenlaterne brennt, bleiben die Autos bei ihr stehen. Wieder beginnt sie ihre Schicht, bis in der Früh ab nachts um 10. Und geht die Straßenlaterne auf, wirkt es so, als wäre all das nicht geschehen. Immer wenn die Straßenlaterne brennt, kann man sie wieder an der Ecke sehen. Und solange die Straßenlaterne brennt, bleiben die Autos bei ihr stehen. Wieder beginnt sie ihre Schicht, bis in der Früh ab nachts um 10. Und geht die Straßenlaterne aus, wirkt es so, als wäre all das nicht geschehen.